Hello, hello, hello. Wir sind zurück. Mein Kumpel Tipungluni. Ich hätte eine unstillbare Sehnsucht nach der Ferne. Ich brauche mal ein sexotisches fremdes Land, also ziehe ich los und suche es. Wer war, warte, wer war Julian? Halt dich ganz nachts. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Nämlich. War der Norbert? Puh. Doch, ich glaube, es war der hier, der hier gewohnt hat. Direkt bei der Brücke. Ich glaube, das war Julian. Ohne Gewehr. Tom Nook, klar. Oh, ein Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, oder? Mittag, Deponon. Sie sehen sich nach Liebe, fangen wir dir zu Hause an. Herzchen, ja. Ist das nicht herzlich? Nee, das ist... schwul, würde ich sagen. Ach, na, verkaufen mal und schauen, was so läuft. Es ist übrigens, wenn ich ein bisschen unfrisch erscheine, es ist 9.23 Uhr. Wie wir wissen, wirkt sich die Ingame-Uhrzeit tatsächlich auf mein echtes Verhalten aus. Es ist wirklich so. Ich meine, ich tue nicht mal so, es fuckt mich echt ab. Oh, ich hab schon praktisch. Nein. Ups. Okay. Das Ratespiel. Das Geldratespiel beginnt wieder. Okay, Umleitungsschild. Kasten. Retro. 3000. Ja, cool. Ich glaube, Balloon Fight hat mich so rauskatapultiert, geldmäßig. Ja, das waren 11.000. Das, wow. Und jetzt war, jawohl, zwei Möbelstücke. Hätte ich die erst eingesammelt. Fass. Riesenkaktus. Bestimmt nicht mehr als 800. Aber, ich gehe jetzt nicht nochmal zu Tom Nook. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Ich gucke seine Wirtschaft nicht noch mehr an, als sowieso schon. Finde ich nicht gut. Gutes neues Jahr. Vorhin nichts Neues auf dem schwarzen Brett. Was ist los? So schreibt auch jeden Scheiß an dieses schwarze Brett. Und jetzt auf einmal so, nix ist oder was? Oder wie? Was soll das? Finde ich nicht gut. Oh, warte, ist der Ball... Ich glaube, der Ball ist jetzt eingeschlossen. Es sei denn, ich würde... einen von den Bäumen fällen, aber nein. Nee, mach ich nicht. Ich würde aber gerne was anderes probieren. Nur aus Interesse. Blockt ein Loch. Ein Schneeball. Oder geht er davon kaputt? Ja, das, also der Schneeball ist im Loch. Und ich habe ihn kaputt gemacht, tatsächlich. Es geht. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich wusste nicht, ob... wie ein Wild World Schaufeln Schneebälle kaputt macht. Jetzt wissen wir's. Jetzt haben wir uns, glaube ich, 6 Wochen nicht gesehen. Puck, das war die schönste Zeit meines Lebens. Glaub's oder glaub's nicht, aber glaub es. Mir ist es kalt, ich bin immer hungrig und die Schmetterlinge sind alle weg. Es ist so traurig. Das ist ironisch, weil du bist ein Pinguin, also du bist so kalte Temperaturen eigentlich gewohnt. Oh, es ist ja traurig. Oh. Ich beneide dich, du siehst immer so glücklich aus. Du wirst nie verstehen, was ich zurzeit durchmache. Sehr ähnlich an diese ganzen Krimiserien.
die ganzen Klischeesätze von wegen, keine Ahnung, sie haben gerade ihren Mann verloren, das, ich verstehe es, ich verstehe, wie sie sich fühlen. Dann kommt zur Antwort, sie verstehen überhaupt nichts. Und dann muss der Hauptcharakter lang und breit erklären, warum er es doch versteht. Sowas in der Art. Das regt mich dauernd auf. Das ich meine, warum? Warum sollte man so antworten? Also irgendein Polizist sagt, keine Ahnung, irgendwer, den man kennt, wurde umgebracht, ja? Es war Mord. Und dann... Und wir waren es nicht. Das ist vielleicht vorausgesetzt. Und dann kommt ein Polizist und sagt... ja, ich verstehe, was sie durchmachen. Was wäre mein Grund zu antworten? Irgendwas in der Richtung, sie verstehen überhaupt nicht, oder? Verstehen sie es wirklich? Verstehen sie, wie sich das anfühlt? Ich kann es, ich weiß nicht. Vielleicht will man in diesem Moment seine Aggression rauslassen oder so. Das ist meine einzige Erklärung. Ich habe keine Ahnung. Andererseits ist an diesen US-Krimiserien so viel Klischee, dass man sich... Eigentlich sollte man sich über sowas gar keine Gedanken machen. Das ist zu viel von... Da könnte man bestimmt ein ganzes Format draus machen. 50 unlogische Dinge in CSI Miami oder so. Oder welche Krimiserie auch immer. Und ich würde wetten, sowas gibt's schon. Und selbst wenn nicht, ich mach's nicht, weil ich bin faul. Aber wenn man eine Idee für ein Video brauchte, Freunde, there you go. Always glad to help out. Könnten Seebarsch mich nicht anal penetrieren? Holy shit! Wessen Ernst ist das überhaupt? Mein Gott, warum? Angeln sollte Spaß machen. Das Ding ist doch, Angeln an sich ist ja cool, aber wenn man so hardcore nicht belohnt wird dafür, dann geht der Spaß halt auch verloren. Spaß und Belohnung einer Aktivität korrelieren sehr stark. Das heißt, Seebarsche lassen mich an der Freude des Angelns zweifeln. Wenn ich jetzt hauptberuflich Fischer wäre, ich könnte mir einen neuen Job suchen. Dank Animal Crossing. Ihr habt mir alles versaut. Wichser. Na Helge, diesmal habe ich seinen Namen richtig. Jetzt, ich hätte fast wie Jan gesagt. Ich komme mich zurückhalten. Ich glaube, es war mal irgendein Jan in Wild World, der auch so ein Vogel war. Man fühlt sich toll, wenn man mit den Hühnern aufsteht. Wir haben keine Hühner in dieser Stadt, aber okay. Man sagt ja, Morgenstund hat ausgelutschte Sprüche im Mund. Habe ich sowas das letzte Mal schon gesagt, als ich dich gesehen habe? Ja, bestimmt. Sobald Schnee fällt, kann ich eigentlich die künstlerische Seite meiner Persönlichkeit zeigen. Was willst du? Willst Picasso in den Schnee pinkeln oder was? Ist das deine Auffassung von Kunst? Möchtest du wissen, wie? Pass auf. Dann baue ich nämlich das größte, riesigste Iglu, das je existiert hat. Wenn du denkst, dass meine Iglus wie alle anderen aussehen, dann hast du keinen Schimmer von Kunst. Ein geschultes Auge sieht, dass meine Iglus etwas anders aussehen. Ja, etwas behinderter vielleicht. Das würde mich nicht wundern. Nur seit hast du gewusst, dass... Was? Ich verstehe dich! Achso, ich bin hier zu laut. Nur seit wusstest du, dass Helge denkt, er würde Kunst machen. Produzieren, ja? Das ist witzig, weil es ist falsch. Das hat man schon. Diesmal mag ich jetzt keinen. Du bist doch einfach super langweilig. Mit dir kann man auch nur über...
Otto normal Basler auf Hilbertträumen reden. Oh mein Gott. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich glaube schon. Wie so ein richtiger Mathe-Nerd. Tut mir fast leid. Aber bitte, ich kann auch ohne dich Spaß beim Wintersport haben. Sehr viel Spaß! Ich kann auch ohne dich Spaß. Ich finde übrigens Biathlon eine sehr coole Sportart. Würde ich nie mal selber machen, weil ich noch nie Ski gefahren bin. Meine Kondition... Ich meine, das könnte man mit ein bisschen Training fixen. Meine Kondition ist absolut null. Aber Biathlon anschauen, habe ich immer gern gemacht. Soweit ich weiß, war mein Bruder mal bei einem Biathlonlauf, also live, so als Zuschauer. 50.000 übrigens, nice. Als Zuschauer. War ich leider nicht dabei, aber hätte mir bestimmt gefallen. Mal abgesehen von den minus 50 Grad. Ja, pass auf, wir werden jetzt erstmal Geld einzahlen. Das wirklich nur, weil ich es kann einfach. Weil ich endlich die Möglichkeit habe, ein Konto zu führen hier. Bei dieser Drecksbank. Ja, machen wir so. 50.000 Sterling. Ist gut, Freund, ist gut. Ich habe irgendwie Lust auf eine neue Melodie. Deswegen auch jetzt einen Schnips an, wenn ich was Neues habe. Dann, ne? Wenn ich nichts Neues habe, dann ist halt einfach nichts passiert für ein paar Minuten. Ich habe leider zu wenige Noten, um das, was ich gern gemacht hätte, akkurat zu spielen. Deswegen machen wir es in 3 Sessions. Mal schauen, wer es erkennt. Jetzt wird eigentlich nur so ein G kommen und dann nichts mehr. Ja, mal schauen, wer es erkannt hat. Denn ich werde es irgendwann sagen. Tipp, es hat mit einem meiner anderen Projekte zu tun. Das war eigentlich ein ziemlich fetter Hinweis, weil ich habe nur ein anderes Projekt. Und das ist Life is Strange, richtig. Das war so eine Variation vom Haupttheme, so. Dum, 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 vielleicht hat man, ich meine, wenn man es nicht erkannt hat, mir ist es auch egal. Like I care. Oh mein Gott. Wie hat er diesen Köder erkannt? Der war viel zu weit weg und in einem grauenhaften Winkel. Das hätte niemals funktionieren sollen. Ich weiß auch nicht, warum ich noch angeln. Ich bin ganz ehrlich auch selber schuld, wenn ich sowas mache. Selber schuld. Dann packen wir das Ding mal weg. Und bringen dieses Elend hinter uns. Die letzten 3 Minuten oder was weiß ich. So, also Rückblick. Was haben wir in dieser Folge denn geleistet? Gar nichts. Wirklich nichts. Das war... Ich meine, ich habe ein Drittel von der Life is Strange Hauptmelodie als Stadtmelodie. Das ist doch auch was wert. Oder nicht? Sag mir, es ist was wert. Sagt mir, dass es euch was wert war. Und ich jag währenddessen weiter den Schwertwahl. Es hat sich
Sobald ich irgendwas reim, bin ich getriggert und ich muss es als Line raushauen. Also es sollte sich auch besser reimen als cool und schwul. Und aber dann muss es dann, zack. Ich meine, schwul auf cool reimt sich doch gut. Ich verstehe euer Problem nicht. Ihr seid ignorant. Ich scheiße auf Reime, ich kann's mir leisten, denn im Gegensatz zu dir kann ich Punchlines schreiben. Was du kannst, ist in 100 Varianten über Flow zu reden. Ich sehe es schon kommen, das endet in der Homo-Ehe. Ah, die Lämmer. Pass auf, dass wenigstens irgendwas in dieser Folge passiert und weil ich meine KK-Liste wirklich noch abarbeiten muss, werden wir uns noch einen Song gönnen. Ich glaube, es sind noch 4 von der Liste. Egal was es ist, ich werde Nummer 2 nehmen. Ich habe keine Ahnung, was, ne? Ich weiß es nicht. Aber Nummer 2. Das gibt es gleich am Bahnhof. Es müsste auch Samstag sein. Silvester war ein Samstag. Und heute ist der 7. Also ist auch ein Samstag. Wir müssen also nur 12 Stunden in die Zukunft. Bis gleich. Ja, willkommen zu KK Samba. Oh, dieser Song ist so gut. Trotzdem, alles, es klingt, das ist witzig, es klingt wie KK. Es ist fast KK Samba. Ich, was? JK? Ja, true, aber. Jetzt, ich hab fast KK Samba angegeben. KK Salsa is what I want to hear, my friend. Okay. Ja. Yeah. Oh, dieser Rhythmus. Shake your body. Denn das ist T. Loni, immer noch der Freshste im Business. Und ihr wisst, es gibt keinen, der mich hier fickt. Bitch, ja, ich weiß noch, wie man auf Beats flott. Jeder weiß, wer dieses Jahr in dem Battle den Sieg holt. Dum-bum. Oh, hat er mein Beatbox-Game so strong? Fuck. Ich hab den Rhythmus im Blut und das, obwohl ich weiß bin. Das ist absolut rassistisch. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Let's go. Dass ich übrigens die ausgelutschteste Line dieses Let's Plays auf den Beat gebracht habe, das ist die Schuld vom guten Niggles, denn der hat mich der letzte, also in unserer gemeinsamen Aufnahme drauf gebracht. Da haben wir auch irgendeinen Song angehört. Zusammen und dann meinte er, ja, bring mal die eine Line auf den Beat. Ja, und jetzt habe ich es wirklich gemacht. Damals habe ich es bestimmt auch schon gemacht, jetzt habe ich es halt zweimal gemacht. Weil ich bin doppelt gehorsam. Alf, oh. So, was ist in dieser Pause gerade passiert? Was steht denn so am schwarzen Brett? Niggles ist der zweitfreshste im Business und ihr wisst es. Gibt, naja. Nur einen, der ihn fickt.
Freunde, das war ein absolutes Fest des Schwachsinns. Jedes Mal. Wir steuern mit hoffentlich sehr großen Schritten auf den 2. Februar zu. Die letzten 8 Folgen muss noch irgendwas passieren. Und ich kann weder jede Folge Geister suchen, noch angeln, das schon lange nicht mehr, noch Schneemänner bauen. Also ich meine, ich könnte schon, aber ich will auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, also das und mehr nächstes Mal in der nächsten Episode von Animal Crossing. Wer ist der Zodiac-Killer? Ja, Freunde, gönnt euch und wir sehen uns einfach morgen wieder. Wenn es sein muss, ne?